Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu meinem Vortrag, in dem ich die Kostensenkungs- und Prozessoptimierungspotenziale einer Corporate Output Management Lösung beleuchten möchte. Mein Name ist Johannes Hesel, ich bin im Management von Seal Systems für das Thema Corporate Output Management zuständig. Ich werde Ihnen jetzt ganz kurz eine Folie unserer Firma vorstellen und dann kurz beleuchten, theoretisch beleuchten, was verstehen wir unter Corporate Output Management, um dann an konkreten Beispielen zu zeigen, welche Kostensenkungs- und Prozessoptimierungspotenziale eine Corporate Output Management Lösung für Sie und für Ihr Unternehmen bieten kann. Die Seal Systems AG ist mittlerweile nahezu 30 Jahre alt. Wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit dem Thema Informations- und Dokumentenaufbereitung und Verteilung. Es gibt drei Schwerpunkte bei uns im Haus. Das ist das Thema Output Management, das ist das Thema Konvertierung, das ist das Thema Publishing. Und diese drei Themen, die hängen auch sehr eng zusammen, weil eine Output Management-Lösung ohne Konvertierung ist aus meiner Sicht nur eine Teillösung. Das ist ein wichtiger Aspekt von Ausgabe. Und Publishing heißt das Zusammenführen von mehreren Dokumenten in ein Gesamtdokument mit Anreicherung. Auch das ist immer wieder ein wichtiger Ausgabeprozess im Unternehmen. Wir sind mit 100 Mitarbeitern verteilt auf 4 Standorte in Deutschland und auf 3 Auslandsstandorte in Frankreich, USA und Australien unterwegs und für unsere Kunden da. Wir haben über 1000 Installationen weltweit implementiert, 800 davon im Kontext SAP, was sicherlich auch heute bei mir in meinem Vortrag ein Schwerpunkt sein wird unter dem Thema Prozessoptimierung von Output-Management-Lösungen. Kommen wir zum Thema Corporate Output Management. Was bedeutet das? Wenn Sie bei sich in Ihr Unternehmen schauen, dann haben Sie verschiedene Anwendungsumgebungen, Applikationsumgebungen. Die wichtigsten habe ich hier mal aufgezeichnet. Das ist das ganze Thema Business-Applikationen. Das ist auf der anderen Seite sind das Engineering-Applikationen in Industrieunternehmen, also CAD, PDM, PLM-Lösungen. Und Sie haben das, die ganze Office-Welt, die Sie abdecken müssen. Und all diese Welten wollen drucken, wollen ausgeben, wollen Informationen verteilen. Und für all diese Welten haben viele Unternehmen eigenständige Lösungen implementiert. Das heißt, sie haben so ein kontrolliertes Chaos, würde ich das mal nennen, wo sie aus den verschiedensten Applikationen heraus mit unterschiedlichen Ausgabelösungen ihre Informationen verteilen. Und genau hier setzt das Thema Corporate Output Management an, indem Sie sagen, wir bieten eine einheitliche Schnittstelle für alle Applikationsumgebungen, um Informationen auf alle wichtigen Verteilwege zu schicken. Wichtige Verteilwege, das sind nicht nur Drucker, sondern dazu gehören natürlich auch elektronische Verteilverfahren, wie E-Mail, wie Fax, SMS gegebenenfalls, Webportale, FTP-Lösungen. All das muss eine Output-Management-Lösung auch berücksichtigen, wenn Sie das Thema allumfänglich betrachten möchten. Und eine Output-Management-Lösung, die nimmt diese Daten aus diesen verschiedensten Umgebungen entgegen, hat da verschiedene Quellen, wo die Daten herkommen, kann sie noch bereichern, aufbereiten, entsprechend verwalten und spoolen und dann auf die angeschlossenen Ausgabegeräte und Kanäle ausgeben. Wenn Sie allerdings Ausgabemanagement reduzieren auf das Thema Verwalten von Ausgaben, dann können Sie nicht das gesamte Potenzial von Output-Management nutzen. Wenn Sie mit Output-Management-Lösung dagegen aktiver Bestandteil von den Prozessen werden, von den Geschäftsprozessen werden, haben Sie noch zusätzliche Potenziale. Aber das möchte ich Ihnen jetzt mit den Beispielen, zu denen ich komme, ein bisschen näher erläutern und aufzeigen, wo hier die Unterschiede noch sind, wo noch Mehrwerte zu ziehen sind. Starten möchte ich jetzt mit diesen beiden Beispielen, die ich Ihnen gesagt habe, an denen ich das Ganze ein bisschen näher erläutern möchte, wo Sie Potenziale für Prozessoptimierung und Kostensenkung haben. Ein klassisches Beispiel ist ganz klar, für viele Unternehmen in Deutschland ganz wichtig ist das Thema SAP, weil sie mit SAP ihre Geschäftsprozesse verwalten. Und aus SAP heraus, weil ich Geschäftsprozesse verwalte, muss ich natürlich auch Informationen verteilen können, muss ich ausgeben können. Und da bietet SAP im Standard natürlich eine Lösung an. Sie haben die Möglichkeit, über Druckprogramme und über Formulare Informationen aus Ihren Geschäftsprozessen über den Subspooler dann am Ende auf Ihre Drucker zu schicken. Das ist der Standardweg, den Ihnen SAP anbietet. Und das heißt, natürlich können Sie aus SAP ohne eine externe Output-Management-Lösung ausgeben,
verwalten und können hier ihre Ausgabe tätigen. Aber selbst SAP sagt, das ist nicht das Beste, was wir hier haben. Es gibt hier drüben die Output Factory von SAP, das ist ein Beratungsteam, die ihren Kunden erklären, ihr müsst externe Output-Management-Lösungen einführen, wenn ihr hier die Prozesse optimieren wollt, wenn ihr hier die Verfahren verbessern möchtet. Und was kann so eine externe Output-Management-Lösung leisten? Ich baue die hier mal mit ein. Standardmäßig ist so eine Output-Management-Lösung gekoppelt an den Spooler über eine Schnittstelle, die heißt BCXOM. XOM steht für External Output Management. Und darüber kann man ein externes Ausgabemanagement koppeln an den SAP-Spooler, um dort die Daten entgegenzunehmen. Was bringt uns das? Was haben wir davon, wenn wir das machen? Erstens ist es so, ich kann darüber elektronische Verteilverfahren mir auch aus allen Druckprozessen eröffnen. Natürlich kann SAP auch Informationen per E-Mail verteilen oder per Fax. Das ist integriert. Aber das ist oft nicht einfach, diese Verfahren anzustoßen. Und es ist auch nicht in allen Prozessen verfügbar. Über eine Output-Management-Lösung können Sie diese Verfahren für alle Prozesse verfügbar machen. Und vor allem können Sie zusätzliche Verteilverfahren wie Webportale, FTP-Verteilung, können Sie sich somit auch mit integrieren in Ihre SAP-Ausgabe. Ein anderer Aspekt, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das ist das Thema Rückmeldung und Transparenz. Wenn Sie im Standard von SAP drucken, sagt Ihnen der Spooler, ich habe erfolgreich ausgegeben, wenn er erfolgreich einen Ausgabebefehl aufgerufen hat. Das heißt aber eigentlich noch gar nichts in der Praxis. Da wissen Sie noch längst nicht, ob Sie wirklich Papier erzeugt haben. Aber viele Geschäftsprozesse sind so kritisch, dass es für Sie enorm wichtig ist, ob wirklich Papier da liegt oder nicht. Und deshalb bieten Output-Management-Lösungen eine bidirektionale Kopplung. Sie überwachen den Ausgabestrom, bis er wirklich dort ankommt, wo er hin soll, bis er am Drucker liegt, bis Papier am Drucker ist. Und erst dann wird diese Rückmeldung ans SAP-System geschickt, sodass Sie wirklich eine gesicherte Rückmeldung haben, was eben für viele Prozesse sehr wichtig ist. Ein anderer Aspekt ist das Thema Ausfallsicherheit. Ich sage gerne, Drucken ist in vielen Unternehmen nur dann interessant, wenn es nicht mehr geht. Erst dann wird es zum richtigen Thema. Und hier können Output-Management-Lösungen auch helfen. Erstens haben Sie die Möglichkeit, dass Sie, wenn Sie ein Output-Management-System koppeln an SAP, das so machen, dass es ausfallsicher gekoppelt ist. Das heißt, Sie haben nicht nur einen, sondern vielleicht mehrere Server gekoppelt, die sich die Last teilen, damit sie auch eine hohe Last abwickeln können und die gleichzeitig auch sich gegenseitig absichern, wenn ein Server mal nicht mehr da ist, dass der andere die Arbeit übernimmt. Das ist aber nur ein Aspekt der Ausfallsicherheit. Drucken geht meistens deshalb nicht, weil die Drucker nicht funktionieren, weil irgendein Drucker nicht da ist, weil kein Papier da ist, weil kein Toner da ist. Und auch das kann ein intelligentes Output-Management-System abfangen, indem es weiß, welchen Status dieser Drucker hat und gegebenenfalls einen Ausgabeauftrag automatisch auf ein anderes Gerät umlenkt, sodass Sie in jedem Fall gesichert eine Ausgabe haben. Über die Rückmeldung wissen Sie dann auch, wo das Ganze gelandet ist, sodass Sie das auch abholen können. Und es gibt einfach Verfahren, wo es wichtig ist, dass Sie Ersatzdrucker haben, dass der Prozess nicht angehalten wird, sondern dass er immer weitergeht. Und dass er gegebenenfalls, wenn es ein Massendruckprozess ist, sogar an der Seite weitermacht, wo er bisher angelangt war, auf dem einen Drucker, dann geht er auf einen anderen Drucker und fängt genau dort an, wo er bisher gestanden hat, dieser Ausgabeprozess. Da sind wir schon bei diesem Thema regelbasierte Verteilung. Das heißt, Sie können natürlich in einem Output-Management-System nicht nur die Daten durchspulen. Jetzt kommen wir so ein bisschen, Output-Management wird zum aktiven Bestandteil der Prozesse. Sie können auch reinschauen in die Informationen und beispielsweise sagen, ich habe hier einen Fertigungsauftrag, dann schaue ich mal, zu welcher technischer Platz ist denn mit diesem Fertigungsauftrag verknüpft und welcher Drucker hängt an diesem technischen Platz und ich gebe automatisch dort aus, wo die Papiere gebraucht werden und ich erspare mir die manuelle Verteilung. Das ist regelbasierte Verteilung. Da wird Output-Management schon zum aktiven Prozess in der Ausgabe und nicht nur zum passiven Verteilen von Ausgaben. Insgesamt können Sie mit einer Output-Management-Lösung auch erhebliche administrative Aufwände einsparen. Da gibt es drei Beispiele, die ich Ihnen nennen möchte. Das eine Thema ist das Thema Formularmanagement. Es ist im SAP, es gibt Erhebungen, die sagen, 30-50% der SAP-Basisarbeit wird benötigt, um Formulare und das ganze Drucken zu steuern. Und das ist deshalb so kompliziert, weil Sie, wenn Sie aus dem SAP direkt auf die Geräte ausgeben, müssen Sie ein Formular in der Regel pro Druckertyp neu anpassen. Sie müssen es eben so auslegen, dass es zu diesem spezifischen Druckertyp passt.
Wenn Sie jetzt 1000 Formulare haben und 5 Druckertypen, müssen Sie schon 5000 Formulare pflegen. Über ein Output-Management-System können Sie einen generischen Ansatz pflegen. Das heißt, Sie können über einen universellen Treiber aus SAP heraus in das Output-Management-System drucken. Dort bereiten Sie die Daten gerätespezifisch aus und geben sie dann erst aus. Das heißt, Sie haben nur noch einen Formulartyp oder einen Gerätetyp zu pflegen im SAP. Idealerweise nehmen Sie dann den Gerätetyp SubGov, das ist ein generisches Output-Format. Damit sind Ihre Daten kompakter, die Sie übertragen, auch als Druckdaten. Und Sie haben, wie gesagt, nur einen Formulartyp zu pflegen im SAP. Zweiter Aspekt, reduzierter Administrationsaufwand. Gute Output-Management-Lösungen bieten Ihnen auch zentrale Druckerdatenbanken. Das heißt, Sie haben eine Datenbank, in der Sie die Drucker eines Unternehmens pflegen und von dort aus per Knopfdruck automatisch verteilen in alle angeschlossenen Windows-Systeme, SAP-Systeme und Output-Management-Systeme. Gerade im SAP-Umfeld, wenn Sie mehrere SAP-Server haben und Sie haben nicht mehrere hundert oder gar mehrere tausend Drucker, kann das zum richtigen Aufwand werden, diese Drucker abzugleichen und zu pflegen, immer wieder neu einzurichten, andere Drucker zu löschen. Mit einer zentralen Druckerdatenbank können Sie hier erheblichen Aufwand sparen. Und letzter Aspekt, reduzierter Administrationsaufwand. Dadurch, dass Sie eine Transparenz des Ausgabeprozesses haben, entlasten Sie Ihre User Helpdesk, weil Sie jederzeit wissen, wo sind denn diese Ausgaben. Wenn etwas nicht im Papier liegt, können Sie es verfolgen im System und Sie wissen, wo das Ganze, wo Ihr Output liegt. Erhöhte Sicherheit ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in vielen Unternehmen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Sie verwalten in Ihrem SAP-System teilweise unternehmenskritische, vertrauliche Daten. Und wenn die dann ausgegeben werden sollen, dann möchten viele Kunden, dass sie so lange wie möglich auch vertraulich behandelt werden. Da kann man mit der Output-Management-Lösung die Daten vom Spooler entgegennehmen, auf dem Applikationsserver noch verschlüsseln, verschlüsselt zum Output-Server übertragen, dort gegebenenfalls aufbereitet und wenn Sie Drucker unterstützen, auch verschlüsselt zum Drucker übertragen und dann ausgeben. Und dann setzen Sie idealerweise auch noch standardisierte Übertragungsverfahren ein. IPP bietet sich hier an beispielsweise, weil Sie damit Ihre Firewall nicht durchlöchern müssen für verschiedene Druckprozesse, sondern Sie nehmen einen Standardport, den Sie sowieso freigeben müssen für andere Kommunikationswege. Und damit haben Sie auch das Thema Sicherheit unterstützt mit der Output-Management-Lösung. Das sind so ein paar Aspekte, wo Output-Management schon Kostensenkungs- und Nutzenspotenziale bietet. Ich möchte jetzt noch ein Stück weitergehen, auch im SAP, indem ich sage, jetzt gehen wir mal richtig in die Prozesse hinein, machen Output-Management zum aktiven Bestandteil des Ausgabeprozesses. Wenn wir die Geschäftsprozesse anschauen, sehr viele Geschäftsprozesse benötigen ja nicht nur diese Formulare, die Fertigungspapiere oder die Bestellungen oder Instandhaltungspapiere, sondern sie benötigen zusätzlich auch noch Dokumente, die einen Prozess beschreiben. Das können Zeichnungen sein, das können irgendwelche Kalkulationen sein, das können irgendwelche Erklärungen sein, die benötigt werden, Zertifikate, die werden für diesen Prozess mit benötigt. Das sieht in der Praxis häufig so aus, dass Sie zwei Druckprozesse haben, nämlich einen, der druckt aus dem SAP heraus die Formulare. In einem zweiten Verfahren wird aus irgendeinem Dokumentenmanagementsystem, vielleicht im Idealfall sogar aus SAP DVS heraus, werden die Dokumente gesucht und werden auch ausgedruckt. Und dann muss es jemanden geben, der diese beiden Datenströme zusammenbringt, diese beiden Ausgabeströme richtig sortiert, in die richtige Reihenfolge bringt und dann erst verteilt in die Fertigung, in die Instandhaltung zum Lieferanten. Das können Sie optimieren, indem Sie einfach die Möglichkeiten nutzen, die Ihnen SAP hier bietet. Sie können nämlich an die verschiedenen Geschäftsprozesse auch Dokumente verknüpfen. Sie können sie direkt verknüpfen, wenn Sie sie im Dokumentenmanagementsystem liegen haben. Sie können sie über generische Dienste zum Objekt direkt an ein Objekt dranhängen. Und wenn Sie dann im Output-Management intelligente Verfahren implementieren, die Ihnen im Druckprozess, im Druckprogramm selbst, diese Dokumente automatisch absammeln, weil die wissen, das ist der Fertigungsauftrag 4739. Und dann schauen Sie in die Datenbank, welche Dokumente werden gebraucht für diesen Fertigungsauftrag. Sammeln diese Dokumente ab, bringen sie in die richtige Reihenfolge mit den Papieren selbst und Sie erzeugen direkt im Druckprozess die richtigen, reihenfolgerichtigen Ausgabepakete. Wenn Sie das so machen, haben Sie natürlich einen deutlichen Mehrwert gegenüber einer reinen spulenden Ausgabelösung,
weil Sie ja in die Prozesse mit eingreifen und die gesamten Prozesse optimieren. Sie haben hier eine deutlich erhöhte Prozessqualität, weil Sie sicherstellen können, dass Sie die richtigen Dokumente in die richtige Version in der richtigen Reihenfolge ausgegeben haben. Sie sind deutlich schneller in Ihren Prozessen, weil Sie manuelle Prozesse durch automatische Prozesse ersetzen. Sie haben die Möglichkeit, diese Dokumente, die Sie beifügen, mit Lenkungsinformationen zu versorgen. Was ist das? Sie bringen einen Stempel auf, da steht dann drin, dieses Dokument gehört an diese Seite von diesem Fertigungsauftrag beispielsweise. Und wenn man das Dokument dann irgendwo greift in der Firma, wissen Sie, zu welchem Prozess es gehört, wo es und an welche Reihenfolge im Prozess es gehört. Sie haben die Möglichkeit, diese Informationen über die Verteilung, die Sie hier durchgeführt haben, auch im SAP zu speichern, in Tabellen im SAP zu speichern, sodass Sie jederzeit nachvollziehen können, welche Bestellung wurde denn mit welchen Dokumenten getätigt, welcher Instandhaltungsauftrag wurde denn mit welchen Unterlagen durchgeführt. Das kann auch manchmal sehr wichtig sein, wenn es nämlich dann irgendwo Probleme gibt, dass Sie nachweisen können, ich habe nach den richtigen Vorgaben gearbeitet, ich habe nach den richtigen Vorlagen gearbeitet. Und wir haben insgesamt natürlich einen deutlich reduzierten Personalaufwand, weil wir manuelle Prozesse ersetzen durch automatische Prozesse. Das so viel zum Thema Nutzenoptimierung, Prozessoptimierung im SAP-Umfeld. Das zweite Beispiel, was ich beleuchten will und was eigentlich in jedem Unternehmen eine Rolle spielt, ist das Thema Drucken aus Windows-Applikationen heraus, Windows-Drucken. Wenn ich heute in ein Unternehmen komme und sage mir, ich möchte mal mit Ihnen sprechen über Optimierung des Windows-Drucks, dann werde ich meistens mit Fragezeichen angeschaut in den Augen, weil die Leute sagen, was willst du denn da noch optimieren? Windows-Drucken ist gelöst, das Problem ist, da gibt es doch gar keine Probleme. Ich habe hier meine Windows-Workstation, ich habe einen Druckertreiber dafür. Mit diesem Druckertreiber kann ich entweder direkt auf die Ausgabegeräte ausgeben oder eben auch indirekt über den Windows-Print-Server. Ich habe eine durchgehende Transparenz eigentlich, weil ich werde informiert. Ich kann in die Geräte-Queue reinschauen, wo steht denn, ist mein Auftrag ausgegeben. Ich bin hier eigentlich ganz zufrieden. Ich komme auf alle Geräte. Das alles ist im Prinzip Plug and Play. Ich stecke meinen Drucker rein und es geht am Ende. Aber wenn man es ein bisschen genauer betrachtet, gibt es auch im Windows-Druck eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wo eine Output-Management-Lösung noch Nutzenpotenziale erzeugen kann. Das geht, Sie können das Output-Management entweder auch wieder hinter den Print-Server hängen oder direkt an die Workstations, dass Sie direkt über den Output-Management-Server ausgeben. Die Nutzenpotenziale, die Sie haben, gehen wieder los mit dem Thema Administrationsaufwand. Wir sprechen ja von einer Corporate Output Management Lösung. Das heißt, Sie haben für SAP beispielsweise die Output Management Lösung schon im Haus. Wieso nutzen Sie sie nicht auch mit für das Thema Windows-Druck? Und wenn Sie dann ein Problem in der Helpdesk haben und es ruft jemand an, der muss ja nicht sagen, druckst du aus Windows oder aus SAP oder druckst du aus CAD, sondern er geht einfach in eine Konsole, wo er die ganzen Vorgänge überwachen kann, sucht nach dem Anwender und findet all seine Aufträge und kann ihm genau sagen, was los ist mit seinen Aufträgen. Sie haben also eine zentrale Verwaltung. Und Sie haben wieder das Thema zentrale Druckerdatenbank, das habe ich vorhin erwähnt, wo Sie eine Datenbank haben, wo Sie die Drucker eintragen und auf Knopfdruck in die Windows-Server verteilen, in die Windows-Workstations verteilen, in die SAP-Systeme verteilen und gegebenenfalls in andere angeschlossene Systeme verteilen. Das hilft Ihnen, die administrativen Aufwände ein Stück zu reduzieren. Ein anderer Aspekt ist auch hier das Thema ist das Thema Einsparung von Print-Servern, weil wenn Sie Corporate Output Management betreiben, heißt das, Sie haben die Ausgabeserver ja eh implementiert für SAP. Wieso nutzen Sie die nicht als Print-Server mit? Sie haben keine doppelten Kosten. Sie haben die Hardware-Kosten, können Sie auf die Ausgabeserver für das Output Management-System reduzieren. Zentrales Accounting ist ein Aspekt, den Sie so in der Standard-Windows-Umgebung nicht haben und das Ihnen durchaus mehr liefern kann in Accounting als nur Abrechnungsinformationen. Die meisten denken bei Accounting daran, die Druckkosten irgendeinem Prozess zuzuordnen. Natürlich ist das die Aufgabe von Accounting. Aber Sie können da weitergehen. Sie können mit den Accounting-Informationen ein Fleet-Management, Flottenmanagement betreiben. Das heißt, Sie können eine ideale Ausstattung an Ausgabegeräten aufsetzen, weil Sie genau wissen, was Sie für einen Durchsatz haben. Sie wissen, wie viele Schwarz-Weiß-Ausgaben Sie brauchen. Sie wissen, wie viel Farbe Sie brauchen. Und mit dieser Information, und Sie wissen auch, an welchem Ort das gebraucht wird, mit dieser Information können Sie Ihre Hardwareflotte optimieren.
Sie haben dann nicht zu viele Geräte oder nicht zu wenige Geräte, beides ist schlecht, Sie haben genauso viele Geräte im Haus und in der Leistungsklasse, wie Sie es auch brauchen. Ein anderer Aspekt, Output-Management, der im Windows-Druck immer wichtiger wird, ist das Thema, wir nennen es Secure und Pickup Printing, andere Sachen Follow Me, Print to Me, Pull Printing. Es geht darum, dass Sie nicht mehr direkt drucken auf ein Ausgabegerät von Ihrem Arbeitsplatz, sondern Sie drucken in eine sogenannte Secure und Pickup Queue, wie wir es nennen. Und erst wenn der Anwender sich an einem Drucker identifiziert, wird der Ausgabeauftrag vom Ausgabeserver zum Ausgabegerät geschickt. Hier bieten die Druckerhersteller beispielsweise jede eigene Lösung an, aber es gibt auch neutrale Lösungen von Output-Management-Herstellern, die Ihnen das für beliebigste Geräte anbieten können, das Thema Secure und Pickup Printing. Und hier geht es um zwei Aspekte. Sicherheit, das ist naheliegend, klar. Ich habe vertrauliche Informationen, möchte sie auf Multifunktionsgerät am Gang drucken, möchte aber nicht, dass sie jemand anders sehen oder abholen kann, sondern nur ich mit meiner Karte. Das ist aber nur ein Aspekt. Ein ganz anderer Aspekt sind hier Kosten wiederum. Man geht heute davon aus, dass 30-40% der Ausgaben gar nicht abgeholt werden. Die werden also direkt für den Papierkorb gedruckt. Ich hatte mal mit einem Kunden gesprochen, der hat gesagt, das ist bei uns ein Witz, da steht neben dem Drucker stehen schon die Papierentsorgungsboxen, damit die Sachen, die nicht abgeholt werden, direkt entsorgt werden können. Und um das zu verhindern, auch da kann Secure und Pickup Printing helfen. Da können Sie Ihre Papierkosten deutlich senken. Und damit holen Sie auch wieder die Wartekosten rein, weil Sie erkaufen sich das natürlich ein bisschen. Der Anwender geht ja nicht hin und kann abholen, sondern er geht hin und muss nochmal eine Minute warten oder so, bis seine Ausgabe wirklich da ist. Und auch im Thema Windows spielt natürlich das Thema Sicherheit eine Rolle, weil die meisten vertraulichen Dokumente werden ja nicht im SAP erzeugt oder verwaltet, sondern die werden in Windows-Umgebungen mit Word und mit Excel erzeugt. Und genau hier geht es auch um das Thema, wenn Sie die drucken, dass sie auch vertraulich bleiben, dass Sie die verschlüsselt auch im Firmennetz übertragen und verschlüsselt gegebenenfalls bis zum Drucker hin übertragen. Das sind schon Aspekte, wie Sie Prozesse optimieren können im Thema Windows-Drucken mit einer Output-Management-Lösung. Auch hier möchte ich jetzt noch einen Schritt weitergehen. Output-Management nicht nur als passives Element sehen, was Daten aus den Windows-Servern, Windows-Workstations entgegennimmt, sondern Output-Management als aktives Element. Dann gehe ich nämlich her und sage, es gibt jetzt noch die Möglichkeit, dass Sie die Treibervielfalt ersetzen durch einen universellen Treiber. Es gibt Anbieter, die bieten Ihnen universelle Gerätetreiber an. Da können Sie mit einem Gerätetreiber nahezu alle Geräte ansteuern, die Sie im Unternehmen haben. Sie haben eben nicht mehr für den Ricoh einen anderen Treiber als für den Samsung und für den anderen Treiber als für den Kyocera. Und Sie haben nicht für den Ricoh 1 einen anderen als für den Ricoh 2, sondern Sie können mit einem Gerätetreiber alle Geräte in Ihrem Unternehmen ansteuern. Das funktioniert auch in der Praxis. Ich habe gerade gestern mit dem Kunden telefoniert, der hat mir gesagt, sie gehen bei sich davon aus und sie sprechen von bis zu 20.000 Ausgabegeräte, die sie über diesen universellen Gerätetreiber ansteuern wollen. Sie gehen bei sich davon aus, dass sie 95% der Geräte über diesen universellen Druckertreiber ansteuern können. Es gibt natürlich noch so ein paar Spezialgeräte, irgendwelche Labelprinter oder Hochleistungsdruckstraßen. Da eignet sich ein universeller Ansatz nicht. Aber für die meisten Geräte können Sie mit dem universellen Ansatz leben, können Sie das Ganze bedienen. Was Sie davon natürlich haben, ist, dass Sie mit einem Treiber alle Betriebssysteme abdecken. Und zwar von Windows XP über Windows 7, über Windows 2003, 2008 Server, 32-Bit, 64-Bit, Terminal-Server-Umgebung. Sie haben einen einzigen Treiber, der die ganze Umgebung abdeckt. Damit haben Sie nicht mehr diese ganzen Probleme, die durch diese Seiteneffekte, die auftreten können, wenn Sie einen Treiber neu installieren oder ein Update installieren oder einen Treiber noch schlimmer deinstallieren. Sie installieren einen Treiber, einer wird gelöscht, zwei Geräte gehen nicht mehr, weil irgendwelche Bibliotheken geteilt wurden. All diese Probleme haben Sie nicht mehr, weil Sie nur noch einen Druckertreiber haben, mit dem Sie alle ansteuern. Sie haben dann die Möglichkeit, für alle Geräte ein wirklich neutrales Secure- und Pickup-Printing oder Follow-Me-Printing einzurichten, weil Sie eben über diesen einen Treiber auch alle Geräte ansteuern können. Sie brauchen natürlich ein entsprechendes Authentifizierungsverfahren, was beispielsweise über einen Kartenleser funktioniert, um sich dann die Geräte, um sich zu identifizieren. Aber Sie können hier eine
komplett neutrale Secure- und Pickup-Branding-Lösung aufsetzen. Und Sie haben auf allen Geräten einen gleichen Ausdruck. Das hört sich einfach an, es ist aber in der Praxis oft gar nicht so einfach. Wenn Sie mal ein Dokument genommen haben, ein Word-Dokument, und haben das auf zwei verschiedenen Drucker rausgegeben, dann wissen Sie, was da ganz schnell passieren kann. Sie haben andere Seitenumbrüche, plötzlich gehen ganze Zusammenhänge verloren, weil die Seitenumbrüche nicht mehr stimmen. Wenn Sie über einen neutralen Ansatz arbeiten, haben Sie die Chance, dass Sie beschreiben ein Seitenformat, was dann über die Konvertierung auf dem Ausgabeserver auf das Seitenformat angepasst wird, skaliert wird, was der Drucker wirklich kann. Damit haben Sie immer identische Seitenumbrüche auf allen Ausgabegeräten. Wir haben einen Kunden in der Pharmaindustrie, der hat gesagt, genau das brauche ich, weil wir sonst sogar Probleme haben mit der FDA-Zertifizierung. Wenn wir nicht sicherstellen können, dass die Ausgaben auf allen Druckern gleich rauskommen. Und deshalb hat er diese Lösung eingeführt, weil er gesagt hat, damit habe ich dieses Problem für mich gelöst. Und natürlich haben Sie hier jetzt wirklich Ihren Administrationsaufwand nochmal deutlich reduziert, weil allein diese ganzen Kämpfe mit den Druckertreibern haben Sie nicht mehr. Das ganze Thema eben auch so Anpassungen von Formularen immer wieder anpassen, damit die überall gleich rauskommen, haben Sie über so einen universellen Ansatz nicht mehr. Ich denke, mit diesen beiden Beispielen, die ich Ihnen jetzt die wir durchgegangen sind, konnte ich Ihnen ein bisschen zeigen, welches Potenzial denn in einer Output-Management-Lösung steckt. Ich möchte den dritten Aspekt hier, den muss ich überspringen, da reicht die Zeit nicht mehr ganz. Das können Sie aber in der Präsentation nachlesen. Ich möchte das Ganze nämlich jetzt zusammenfassen. Was kann Ihnen eine Corporate Output-Management-Lösung bieten? Sie haben A, die Möglichkeit, Ihre Prozesse zu beschleunigen, gerade wenn Sie Output-Management als Bestandteil, aktiven Bestandteil von Ihren Prozessen machen, dann können Sie manuelle Verfahren durch automatische Verfahren ersetzen und Sie können manuelle Verteilung durch elektronische Verteilung ersetzen. Sie beschleunigen Prozesse und Zeit ist nun mal Geld in den meisten Unternehmen. Ich glaube, entweder ist meine Zeit abgelaufen oder wir haben keinen Strom mehr. Ich kriege das aber auch so hin, was ich Ihnen noch sagen wollte. Wir haben schnellere Prozesse, haben wir gerade gesagt. Wir haben eine verbesserte Qualität der Prozesse. Wir haben einfach dadurch, dass wir Automatismen haben, anstelle von manuellen Verfahren, haben wir eine erhöhte Prozessqualität. Wir haben, ist es der Strom? Ja, war der Strom. Wir haben die Möglichkeit, durch diese Verfahren, die ich Ihnen vorgestellt habe, dass Sie natürlich deutlich die Kosten reduzieren. Das Ganze geht immer um Thema Kosteneinsparung. Sie wollen Geld ausgeben, um Geld zu sparen. Jetzt komme ich durcheinander, es passt jetzt alles nicht mehr zusammen. Wir haben das Thema Transparenz, das habe ich beleuchtet, durchgängige Transparenz der Prozesse, dass Sie jederzeit wissen, wo Ihre Ausgaben sind, wo die sich befinden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, gerade für manche kritische Verfahren, dass Sie das nachvollziehen können. Sie können den Administrationsaufwand reduzieren. Sie können zusätzlich Ihre Prozesse absichern. Sie haben eine erhöhte Sicherheit über Verschlüsselungsverfahren, über verschlüsselte Verteilverfahren. Das Thema Green IT darf heute in einem Vortrag nicht mehr fehlen, deshalb steht es hier auch drin. Nein, wir können es auch garantieren, weil ich habe es Ihnen gesagt, über das Thema Flottenmanagement haben Sie die Möglichkeit, Ihren Gerätepark zu optimieren. Sie haben nicht mehr Geräte, als Sie brauchen. Und Sie haben über das Thema Secure und Pickup Print und über elektronische Verteilverfahren die Möglichkeit, Papierverschwendung zu vermeiden, weil Sie nur dann noch Papier erzeugen, wenn Sie es wirklich brauchen. Und es geht auch so weit, dass Sie beispielsweise sagen, bei uns wird durch das Output-Management automatisch alles, was nicht explizit auf Farbe gebraucht wird, auch wirklich definiert auf Schwarz-Weiß ausgegeben, indem Sie einfach dann das Ganze nochmal konvertieren in ein Schwarz-Weiß-Verfahren ausgeben. Hochverfügbarkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt. Hochverfügbarkeit, Ausfallsicherheit. Ich habe es gesagt, Drucken muss funktionieren, weil sonst in der Regel Ihre Geschäftsprozesse stehen bleiben. Sie können dann nicht mehr fertigen, Sie können nicht mehr instand halten. Und das kann zum richtig großen Thema werden. Ich hatte beim Chemieunternehmen, die haben gesagt, wenn wir eine Instandhaltung nicht durchführen können, weil unsere Unterlagen nicht da sind, dann müssen wir unsere Anlagen runterfahren. Das Wiederanfahren dieser Anlagen kostet uns 2 Millionen Euro. So energieintensiv sind die Prozesse. Und deshalb ist Hochverfügbarkeit ein ganz wichtiger Aspekt, der auch
tief in die Kosten gehen kann. Verbesserte Qualität habe ich genannt und am Ende erzeugt all das erhebliche Kosteneinsparungen. Das ist jetzt anscheinend das Signal, dass ich jetzt aufhören soll. Passt perfekt, ich bin auch am Ende angekommen. Stehe Ihnen gerne noch für Fragen zur Verfügung, entweder jetzt hier direkt oder wir sind ja gegenüber auf dem Kompetenzzentrum Output Management vom VOI, haben wir einen eigenen Stand, da können Sie mich auch gerne fragen. Aber vielleicht gibt es jetzt hier gleich im Anschluss Fragen noch.